Paris, 13. Oktober 1307. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Wir sind jetzt hier im Spiel und müssen flüchten. Wir müssen jetzt dem folgen. Die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Und ja, ich erkläre jetzt erstmal. Und zwar Assassin's Creed Unity. Ja, ich kann es Let's Playen, aber ich darf keine Musik benutzen, also vom Spiel, weil sonst darf ich es nicht spielen, weil ich keine Lizenz habe. Aber jetzt können wir erstmal weiterspielen ohne Musik. Topster Soundeffekte sind da. Also sprinten. Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Ort. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Okay, wir müssen gehen. Und rennen wir mal. Boah, renn. Auf zu den! Okay, jetzt können wir erstmal hier angreifen. Zack! Okay. Gehen wir weiter. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Nehm mal an. Wir müssen nach oben. So. Auf jeden Fall macht sehr Spaß. Ich hab Assassin's Creed. Ich habe schon viele Assassin's Creed gezockt. 3 hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt Assassin's Creed Unity. So, erstmal hochklettern. Jawohl, das kennen wir doch. Das kenne ich noch alles aus Assassin's Creed 4. Black Flag, die Steuerung. So. Okay. Oh, das war knapp. Hoch, hoch. Den müssen wir jetzt töten, den Assassinen. Okay. Dann töten wir ihn mal. Ganz schnell. So. Hinterher. Finden, da. So. Dann geben wir dem erstmal hier. Abwehren und in die Fresse. Also das Kämpfen wurde ein bisschen schwerer. Verschwert. Also man kann jetzt nicht einfach mal so, ja, abwehren und direkt dann kontern. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Okay, weiter. Alle am Arsch hier. Und dann nimmt er direkt den nächsten. So. Da haben wir kassiert. Nochmal. Abgewehrt. So. Muss auch erstmal hier wieder reinkommen in das Spiel. So, jetzt haben wir ziemlich viel kassiert. Aber wir haben ihn.
Und da ist er auch schon am Arsch. Aber wir haben es geschafft. So. 7 Jahre später. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Sehr gute Verbindung. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend bis jetzt schon. Also der Kreuzritter, wo wir gespielt haben, ist auch schon hinüber. Einfach alle am Arsch. So. Versailles, 27. Dezember 1776. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Was macht man wohl, wenn man ganz alleine ist? Na, Abenteuer. Oh Mann. Bestimmt passiert gleich was. Okay, wir spielen jetzt den Arno und müssen dem Mädchen folgen. Ne, keine Abenteuerreisen hier. Und schon sind wir weg. Einfach mal folgen. Ist ja klar. Oh. Spanferkel. So, weiter. Da ist sie. Unten draußen sind wir. Ich wette, du
Apfel klauen. Geht doch einfach. Dieb! Leg ihn zurück! Okay. Jetzt können wir uns da drin verstecken, oder? Jawohl. Da kommt er. Oh, wo sind wir denn hin? Wo sind wir? Wir sind weg. Jetzt müssen wir warten, bis er weggeht, sonst erwischt er uns noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er uns verfolgt. Aber naja, wachen, was klauen, Herr Schneehut. Ach du Kacke. Wir müssen ihn von der Tür weglocken. Halt! Ich bin das langsam Leibbürger. Ja, gehen wir mal schnell wieder rein. Zack. Er ist jetzt weg. Und jetzt können wir da schön reingehen. Er hat uns kurz gesehen, aber wir haben es geschafft. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. So, weiter geht's. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Und beide gehen auf Abenteuer. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Irgendwas ist passiert. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Niemand interessiert, dass er einen Apfel genommen hat. Naja, auch interessant. Niemand zuerst. Hey, Apfelklauen, nein, komm wieder zurück. Und dann, ja, scheiß drauf, der hat einen Apfel geklaut. Ist doch egal, was ist hier passiert. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kind, sofort. Was geht hier vor? Was ist hier passiert? Oh, oh, oh. Jetzt geht's hier aber los. Was ist hier passiert? Komm mit, Junge. Arnaud. Sieh mich an. Oh Mann, was soll er nur machen? Sein Vater ist gestorben. Und er weiß nicht wohin. Nun gut, passiert ist passiert. 13 Jahre später. Jetzt ist er älter. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Ich auch. Hol die Marischal. Warte doch mal. So, jetzt müssen wir den auch noch verfolgen. Ey. Ja gut, verfolgen wir ihn mal. Verfolgungsjagden sind eigentlich nicht. Da durchs Fenster gehen, habe ich gerade keinen Bock. Aber mit dem und da, aha, kann man schön rüberspringen. Machen wir es hier gleich nochmal. Boah, unten durch, yeah, Skill. Okay, gleich haben wir ihn. Wir kommen näher. Entschuldigt, er ist noch nicht stubenrein.
Seit wann ist das ein Tier? Seit wann ist das ein Tier? Ah, kann er nicht mehr rennen. Wir müssen näher ran, sonst kriegen wir den nicht, oder? Doch, Hammer. Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! So, jetzt rennen. Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! So, okay. Warte, okay, wir müssen weiter rennen. Könnt ihr noch? Den Brüdern entkommen. Nicht rammen lassen. Okay, da ist schlecht. Da ist es schlecht reinzugehen. Objekte über unterqueren. Aha. Das ist jetzt das eine. Drei Stück haben wir. Sie sehen uns noch. Das Spiel ruckelt ein ganz klein wenig, aber ansonsten, es lässt sich spielen. Ich habe jetzt gerade hier schöne, gute 30 FPS. Und wann sind wir endlich geflüchtet? Jetzt. Okay. Jetzt müssen wir dort hinter. Dann gehen wir mal schnell hin. Können wir schon über Sachen klettern, hochklettern? Jawohl. Schön hochklettern. Perfekt. Jump. Oha. Ja gut, auf die Mauer gesprungen. Ist natürlich immer wieder gut. Gehen wir erstmal zu unserem Ziel. Bisschen rumklettern gehört auch dazu zu Assassin's Creed. Uah. Okay, wir sind gleich da. Aber wie es weitergeht, werdet ihr auch in der nächsten Folge erfahren. Ich gehe jetzt nur noch schnell dorthin. Und dann war es das für die Folge. So. Was zum Teufel denkt er sich? So, erstmal runtergehen. Zack. Nicht hier rumklettern auf Laternen und so. Okay, wir sind da. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also war's das für heute. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.